Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir haben ein neues Level angefangen. Uns wurden leider die Artefakte gestohlen. Die müssen wir uns jetzt natürlich zurückholen. Ich glaube, das reimt sich sogar so ein bisschen. Unsere Freundin hier hat mit ihren ganzen Leuten hier angelegt. Ich hoffe, die haben jetzt schon alle Monster getötet. Dann brauchen wir das nicht mehr tun. Ach, wir haben ja gar keine Waffen. Wir haben gar keine Waffen. Die Waffen haben die uns abgezogen. Und die Munition dazu. Das ist doch gemein. Das ist gemein. Boah. Hier, wie hieß sie doch mal hier? Nadler. Oh Mann, das ist gemein. Nadler und ihre Männer, ne? Mies. Zieht die uns auch alles ab. Aber nicht mit Lara, denn Lara schafft es auch ohne Pistolen hier durch. Das könnten wir verschieben. Hoffe ich. Nee, nein, doch nicht. Kann ich irgendwas aktivieren? Kann ich überhaupt irgendwas hier machen? Alles voller Kohle. Nee, ich kann hier nur hochklettern. Was kann ich denn hier machen? Kann ich hier hoch irgendwo? Oder kann ich hier einfach links, rechts vorbei? Das wäre ja auch gut. Nee, hä? Ich kann hier auch nichts aktivieren. Moment, da muss ich mich mal einmal ganz kurz ein bisschen umgucken. Hier geht auf jeden Fall nichts. Was sind das denn hier für Fässer? Ah, Moment, da hinten kann ich hoch. Da hinten. Okay. Komme ich denn da irgendwie... Da kam ich ja nicht hoch. Vielleicht kann ich ja irgendwas mit dem... mit dem Boot hier machen. Jetzt bin ich leider ein bisschen zu weit gelaufen. Na, da oben, da kann man doch hin. Hallo? Nur wie komme ich da hin? Ich dachte, ich könnte den Motor hier irgendwie ganz cool aktivieren, aber sie will auch nicht weiterlaufen. Oder muss ich das erst lösen? Nee, da springt sie daneben. Kann ich das lösen? Ne, da aktiviert sie auch nichts. Ach Mensch, Lara. Ja. Lass mal hier umgucken. So, was können wir hier machen? Kann ich... Oh nein! Heute ist sie mal wieder ein bisschen besoffen. So. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie hochspringen und mich irgendwo festhalten. Da, an der Ecke könnte ich mich festhalten. Nee. Kann ich hier durch unterm Wasserfall? Wie würde das gehen? Ja, ja, das geht. Wuhu. Da freue ich mich. Großartig. Es geht weiter. Ein Hebel. Tja. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist.
Hier jedenfalls nicht. Na gut, dann haben wir jetzt immerhin schon mal einen Hebel aktiviert. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da hinkommen soll und wo der sich befindet. Da hinten wahrscheinlich, oder? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Oder wie ich wohin komme. Also schon, ich muss hier hoch, aber ich komme ja nicht hoch. Das ist leider viel zu hoch für Lara. Und ich habe mich schon so gefreut, dass es weitergeht. Mist. Sehe ich irgendwie eine Lücke oder so? Ist ja manchmal noch ein bisschen schwer zu erkennen. Nee, hier ist gar nichts. Hat sich hier an irgendwas getan? Die Kiste, die ist hier immer noch so ominös, aber ich kann hier nichts machen. Ich gehe nochmal zum Hebel hin. Vielleicht war ja irgendwas wieder auf Zeit und ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich hier überall rumgeguckt habe. Also wirklich. So. Hier war der Schalter. Ne, der ist aktiviert. Schalter wieder zu. Toll. Wieder auf. Nur wo ist der? Wo ist der und wo muss ich hin? Och Mann, wie sind die denn hier lang gegangen, bitte? Wir müssen es doch auch irgendwie geschafft haben hier durch. Dieser Block, ne? Kann man den nicht doch irgendwie wegschieben? Nee, ne? Ich hab's doch schon mal versucht, da ging es nicht. Aber der sieht immer so komisch aus. Dann war doch meine Vermutung richtig. Ah, und da ist auch der Schalter. Sehr gut. Wunderbar. Was machst du denn jetzt? Ah, okay, dann wieder zurück. Okay. Zurück geht's. So ein Hickhack. Nur weil sie den Block beim ersten Mal nicht verschieben wollte. Ich hoffe echt, dass sie uns die ganze Munition wieder zurückgeben auch. Also was heißt, sie geben uns den garantiert nicht zurück. Wir müssen uns alles wieder zurück erkämpfen. Wo sind wir jetzt? Okay, hier. Okay, okay. Das speichere ich aber lieber mal wieder ab, bevor ich den ganzen Weg wieder hochlaufen darf. Vor allem wird das hier alles hingestellt, dass es hier alles so ist. Haben die das gemacht? Diese ganzen Schutzdinger da?
Okay. Sind die da oben drin? Oder warum guckst du da hoch? Vor allem, was wollen die hier? Ist hier irgendwas Besonderes? Wir nähern uns wirklich hier langsam dem Ende. Langsam. Sehr langsam. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen das Let's Play haben wird. Oh. Müssen wir irgendwie einen Mechanismus wieder aktivieren? No. No. Garantiert. Drei Schlüssel brauchen wir. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Von da unten kamen wir ja und hier oben kommen wir gar nicht erst hoch. Dann gehen wir mal den ganz, dann gehen wir mal hier diesen Weg lang. Mein Gott, was haben die hier alles hier reingetan? Haben die hier mal gewohnt? Das ist hier eine Ausgrabungsstätte und irgendwas nicht gefunden. Hier das Tor dürfen wir garantiert öffnen. Kommen wir hier rein? Nee, ne? Das wäre auch zu schön. Wir kommen aber hier hoch. Okay, gehen wir mal hier lang. Ich hätte gerne meine Waffen zurück. Und die Artefakte. Und dann bin ich ganz schnell wieder weg. Okay, zwei Tore, die wir öffnen müssen. Seit wann kann Lara denn hier durchkrabbeln? Da ist einer dieser Schlüssel, den wir brauchen. Kann sie das überhaupt? Kann sie krabbeln? Nee, ne? Wie sollen wir denn da dran kommen? Okay, also das Level ist voller Mysterien. Hier werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger vorsitzen. Ich gehe mal hier rechts lang. Vielleicht kommen wir von hier aus besser dran. Das wäre nämlich noch besser. Nö, hier kommen wir gar nicht dran. Kann Lara nicht hier drunter? Nee, das hat sie einfach noch nicht gelernt. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Motor, den wir aktivieren müssen. Der uns das dann nach vorne holt. Nur wo und wie? Weil wir kommen hier wirklich nicht dran. Sie kann da nicht hingreifen. Das ist leider zu weit weg. Okay, also die erste Folge in diesem Level ist erstmal voller Fragen, die ich auch hoffentlich bald beantworten kann. Hab ich irgendwas übersehen? Was ist hier mit dem Block? Kann ich den auch wieder verschieben? Nee. Doch, den kann ich schieben. Nur wohin? Was könnte ich mit ihm erschieben? Da kann man hoch oder gegebenenfalls runter. Würde das reichen? Auf welcher Position ist das ungefähr? Hier. Ich glaube nicht, dass die Höhe ausreicht.
Mal ausprobieren. Es wäre natürlich ein Träumchen. Na, noch ein bisschen. Ah. Nee. So, passt das jetzt? Nee, da kommt sie doch niemals hoch. Nee. Oh. Oh. Nee, das ist einfach viel zu hoch noch. Man erkennt hier in den Wänden aber auch nichts. Ist hier die Wand niedriger auf der Seite? Na gut, immerhin, wenn ich da mal runterkommen sollte, dann falle ich schon mal nicht tief. Na gut, wir wissen, was wir brauchen, aber nicht, wo wir hin können. Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Nö. Puh. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was wir machen müssen. Mit der Kiste können wir ja scheinbar irgendwas machen, aber... Da bin ich ein bisschen überfragt. Wir könnten die Kiste ja vielleicht hier hinschieben. Nee. Nee. Und ich dachte, wir kommen hier nicht weiter, weil wir irgendwas aktivieren müssen, damit sich das hier öffnet. Was ist das denn? Okay. Gruselig. Ja, dann sind wir doch ein paar Meter weiter gekommen. Da ist ein Lavastein. Warum? Kommen wir überhaupt rüber? Da kam ein Lavastein runtergerollt. Da rollte noch einer. Rollen die zu Ende oder aktivieren die sich immer wieder erneut? Ich traue dem Braten hier nicht. Der rollte da lang auf jeden Fall. Aber von da oben muss da noch einer runterrollen, oder? Wieso sind hier Lavasteine? Kann man da lang? Nee, kann man lang. Okay. Bevor ich da lang gehe, Moment. Schaue ich mich hier in dem Gebiet der Lavasteine mal eben um. Da ist Lava. Das wäre natürlich gefährlich, wenn ich jetzt hier runterfalle. Ne? Das ist Lava. Puh. Aber ganz kurz schocken. Ja. Das wäre sehr schmerzhaft, glaube ich. Oh. Moment. Genau, und hier unten bei den Steinen. Hier war ja auch nichts. Sei denn, hier kommt jetzt einer runtergefallen. So auf meinem Kopf. Plopp. Denkst du, ne? Das kannst du schön knicken da oben. Okay, und hier unten habe ich mich hier eben versteckt. Gut, dann kommen wir ja doch ein bisschen weiter. So ganz ohne Waffen. Mal gucken, was da hinten wieder auf uns lauern wird. Hier kommt doch einer langgerollt.
Das wette ich. Aha. Hier geht's auf jeden Fall runter. Ist das das, was ich eben aktiviert habe hier? Nee. Na toll. das hat mir jetzt aber irgendwie auch nichts gebracht. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ich mache hier mal einen Cut. Ich mache hier einen Cut. Das ist echt kompliziert. Also wahrscheinlich ist es überhaupt nicht kompliziert, aber ich übersehe irgendetwas. Und das mache ich dann am besten in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Tomb Raider. Tschüss!